Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. Eine kleine weitere Folge der Old Beer Oldtimer Farm am Mittwochmorgen. Ich hoffe, ihr seid gut, habt ihr ausgeschlafen, also seid ausgeruht. Sitzt bestimmt am Frühstückstisch. Und bei mir brummt es hier schon. Der Helfer ist hier vorne jetzt das Feld am Hof am Kubbern. Ja. Der ist hier fleißig dran. War schon gut die Hälfte. Jetzt habe ich gesehen, wir müssen hier unten noch Feld 21 ansehen. Das hatten wir ja zwar gegrubbert, aber da ist noch gar nichts drauf und da werden wir jetzt mal Gerste drauf hauen. Das heißt, den Deutz fahren wir jetzt runter. Dann werden wir heute noch Gras mähen für die Silage. Für unser Fahrsilo. Und. Da muss ich gucken. Ah, ja. Jetzt muss Saatgut aufladen. Das war noch der Rest, jawohl. So, dann müssen wir jetzt Paletten kaufen. Saatgut. Jawohl, da langt eine Palette. Perfekt. Mal gucken, was gibt es da noch? Eier, Dünger, Kalk, Schweinefutter, Hafer, Weizen. Ah, das ist... Das ist ein fertiges, oh, Schweinefutter, da könnten wir auf jeden Fall noch, jo. Dann nehmen wir auf jeden Fall mal zwei Paletten. Und, Kalk. Ah, brauchen wir später auch noch. Jetzt haben wir erstmal den runter zu Feld 21. Gerade mal die Pedale ein bisschen anziehen. Ich muss mir hier unbedingt mal was machen. Die rutschen immer nach vorne weg. So, dann fahren wir mal oben rum. Ach so, ja. Wir sind hier rumfahren. Das hatte ich jetzt fast vergessen. Wir müssen ja noch das Feld ansehen. Zum Glück habe ich eben noch mal geguckt. Denke ich nach, da ist ja gar nichts drauf. Das wäre nicht so gut gewesen. Hier sehen wir auch was an, aber ich weiß noch nicht was. Da kommt aber später nochmal Gras hin. Weil hier in dem Steilhang lässt sich das sehr schlecht dreschen. Mal Licht anmachen hier. Noch ziemlich düster am frühen Morgen. Ne, die Paletten, wo ihr eben gesehen habt, das ist ein Palettenmod. Gibt sogar, glaube ich, auf ModHub. Ja, ModHub habe ich runtergeladen. Da können wir schon mal umstellen auf Gerste. Ups, Sojabohne, Ölrettich, nein, 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 jawohl. Ja, unten am MB-Truck habe ich noch geholt, gemietet mit Mehrwerk, weil wir können nämlich jetzt Gras mähen. Und dann können wir das schon mal gleich machen für die Grassilage. Da steht er schon. Das sind kleine. Da sind die Saatgutpaletten. Ja, geht immer schön Sack für Sack. Geht dann runter. Ja, ich hatte das letzte Mal gesagt, hier mit der Sämaschine. Sädetechnik. Ja.
Sieht zwar schön aus, wird auch schön an den alten John Deere Traktor passen, aber das Problem ist, die hat 6 Meter. So, jetzt fahren wir hier auf den kleinen Straßen mit 6 Meter. Er ist ja stellenweise auf der Hauptstraße vorne, wo wir schon mit 4 Meter schon Probleme haben. Wo wir an der Brücke hängen bleiben und ja, das gibt ein Problem. Schade. Und das Einzige, wo wir sie nutzen könnten, wäre jetzt hier, aber nicht über die Hauptstraße fahren. Und du kannst auch nicht immer außen rum fahren. So, anschalten. Ablassen. Und Abfahrt. Wo fährt der denn jetzt hin? Fährt er denn jetzt alles schräg? Nee, 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 nee. Nee, gut, hat er jetzt kaputt gemacht. Dann fängst du hier oben an, fertig. Ich soll hier oben anfangen, mal gucken, was da macht. Das sieht besser aus. Ja, ist auch fast fertig. So. Ne, das ist ein kleiner. Neunhundert. Und ein Deutz mehr weg, aber ein Altrot. Gibt es auch mit Pflegebereifung, ich zeige euch gleich schon im Shop. Sehr viele Auswahlmöglichkeiten. So, MB-Truck. Traktoren. Das ist er. MB-Truck. 75 PS. Und hat hier jede Menge Einstellmöglichkeiten. Trelleborg, Midas, Michelin. Ich hab den jetzt mit Trelleborg. Breitreifen. Pflegebereifung, verschiedene Wege, 1,5 Spur, Frontanbau, kann man Frontgewicht, Halter, dann mit 45 Kilo bis 315 Kilo geht das. Fronthydraulik, so habe ich ihn jetzt. Aufkleber, kann man hier oben Aufkleber, kann man da drauf machen, aber Silberdistel, Kommunal, gebraucht, Remi Edition. Standard. Daraufkleber habe ich weggemacht. Terminals habe ich auch keine. Da kann man hier innen drin, hier vorne am Lenkrad, hier seht ihr das. Kann man das dran machen oder hier an der Seite. Habe ich ohne. Baujahr war 900er. Mit 85 PS, so habe ich ihn. Brennleiter nein. Und Ausstellungsschaben ja beide.
So, habe ich schon gekauft. Also gemietet. Und halt eben die zwei Mehrwerke noch in Altrot. Und wir werden jetzt mal Gras mähen für die Silage. Weil Bio-Mais kannst du machen. Da hatten wir schon mal eine Folge, wo ich das verlinkt habe. Wo ich selbst mal gucken musste. Mais, ja, aber nur nach bestimmten Voraussetzungen. Grasilage geht auch. Und dann fahren wir jetzt mal Grasilage mähen. Jetzt muss ich noch mal schauen, wie wir am besten... Ich werde mal gucken. Gar nicht mal, ich will jetzt gar nicht mal nach der IC-Schreien gucken. Ah, wir kommen jetzt in das beste Feld 34. Mal ganz außen rum. Na dann. Also ich hoffe, die 90 PS sollten eigentlich reichen, für beide Mehrwerke zu betreiben. Ohne dass wir da Probleme haben oder irgendwie stehen bleiben. Außerdem... Oh ja, Entschuldigung. Kann man den Mittag auch als Oldtimer laufen lassen. Das passt. Ausklappen. Scheiben lassen wir zu, ohne dass noch ein Stein uns durch die Kabine fliegt. Ja. Er ist ein bisschen schwach. Das geht so nicht, Freunde. Da müssen wir noch ein bisschen mehr PS raushauen. Also dann noch einmal in die Werkstatt. Wobei ich das jetzt noch nicht verstehe, weil der Deutz Intrak. So, der hat 70 PS. Ja. Den MB-Trak haben wir jetzt mit 90 PS. 900er, 90 PS. Und der
Deutz in Drag. Pack das 10-mal. Mit 70 PS. Wir haben 90, das verstehe ich nicht so ganz. Der hat 44 kW 60 PS. Ich weiß jetzt nicht, warum man das nicht sieht. Weil der 66 kW 90 PS. Hilft alles nichts, wir müssen nochmal in die Werkstatt. Wir müssen nochmal in die Werkstatt, Freunde. Aber es sieht gut aus mit dem breiten Reifen. Hat schon Art. So, Freunde, dann hängen wir mal ab. Lassen wir mal hier stehen. Und dann kommen wir mal zum Händler. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Genießt in Ruhe euren Tassen Kaffee und Tee. Wir sehen uns morgen in aller Frische. Ich muss jetzt mal aufhören mit Aufnahme, sorry. Ich habe momentan so ein Kratzen im Hals seit eben. So, Freunde, bis morgen dann. Alle Haupt, macht's gut. Tschüss.